Ja, moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei MT-Cast. Ja, wir machen mal ein bisschen Werkstattalltag. Wie gesagt, ihr wisst, E60, das ist ein Auto 530D. Geile Karre, feiere ich auf jeden Fall, M-Paket, alles. Ne, M-Paket hast du, ne? M-Paket? Komplett, original M-Paket. So Freunde, was wollen wir machen an dem Auto? Was für Probleme hast du, Digga? Wandler. Aber hast du schon seit eineinhalb Jahren? Ja, ich bin schon über 100.000 mit dem so gefahren jetzt. Jetzt muss irgendwann gemacht werden. Ja, ja. Das heißt, liebe Freunde, wir gehen jetzt an das schöne Auto bei, wollen Getriebe rausnehmen und schauen, dass wir den Wandler mal tauschen. Ich nehme euch bei dieser Geschichte mit. Dann schauen wir mal, ob wir es heute schaffen oder nicht. Das sagt uns das Licht. Wo sind die Nebellichter? Die wurden mir geklaut. Wie? Ach, laber nicht. Ja, wirklich, die wurden mir geklaut. Ach, erzähl nicht. Wirklich? Wallah. Ja, Wallah. Die wurden mir geklaut. So was. Keine Ahnung. Einer war drinnen kaputt getreten und der andere war raus. Okay, das sind alle. Das liegt noch da drin. Alter, jetzt haben die den, Alter, die Nebel geklaut. Mitten auf der Straße oder wo? Ja, bei mir an der Straße da, ne? Weiß nicht, wo ich. Aber wie sind die, aber wie haben die den, haben die nur die Dinge abgebaut und rausgezogen, ja, oder? Ja, einer war komplett lose und irgendwo ist noch der Stecker, hängt auch komplett abgerissen drin, ne? Boah, ist doch, ist doch richtig, Alter. Ist halt komplett auseinander. Alter, das ist hart, Digga. Haben die Nebel geklaut da? Den einen habe ich noch, der liegt kaputt hinten, der ist auseinandergebrochen. Haben die reingebrochen. Aber die hast du jetzt nicht mit? Nee, habe ich nicht mit. Ja, das finde ich aber auch wirklich mutig, dass man hier auf der Straße einfach mal irgendwie die Dinger abbaut, Alter. Ja, unglaublich, oder nicht, Digga? Ey. Also ich hätte mich nicht getraut, da irgendwelche Nebelleuchten zu klauen, ne? Also wie gesagt, er wurde beklaut. So, wer was sieht, sagt Bescheid. Wer hat ihn entdeckt? Soko Rotenburg, Digga. Ey, die Nebeldiebe, die müssen jetzt gefasst werden. Wo finden wir die? Also, Auspuff ist runter, komplett von hier abnehmen. So, wir nehmen auch die Bleche hier runter und dann müssen wir die Karambelle rausholen. Das geht. Liebe Freunde, wir waren kurz weg. Jawohl, ging richtig gut hier. Raus das Ding. Runter. Ja. Jetzt kommt er. Da ist er doch gleich. Blech. Das Blech. Jawohl, da ist er doch. So Freunde, Hauptproblem war, der Wandler ist hier defekt. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Wandler hier rauskriegen. Das war die Hauptsache. Das Ding hat immer geruckelt, oder Digga? Ja, geruckelt. So bei 100 km ungefähr hat man gemerkt, die Drehzahl ist immer gesprungen. Okay, da hat er nicht gefasst, ist er übergerutscht. Ne? Ja, genau. Kupplung wahrscheinlich, Wandlerüberbrückungskupplung. Ja, jawohl, genau. Okay, schön. Ja, lass uns den Mülli rausziehen. Wir wollen ihn abschauen. Ja. So, da ist er doch, ja? Wei, oder? Also. Gold, Silber. Ja. Was kostet was? 500 knapp. Ja. 500 Euro. Heftig, ja? Ja. Ja, cool. Nummer, alles passt? Ja, also müsste alles passen eigentlich. Schön. Habe ich alles rausgesucht am Teilekatalog. Super, dann haben wir den. Ja, ging eigentlich relativ angenehm, hier Getriebe rauszunehmen. Sehr entspannt. Wollen wir ja da nochmal jetzt den Wandler hier abschrauben, neuen Wandler rein, alles sauber machen. Simmering wollen wir auch direkt mit erneuern, weil hat auch ein bisschen geleckt. So, ein paar kleine Probleme hat man immer natürlich, weil der Simmering, ja, den hat der Kollege vergessen zu kaufen. Aber wenn man schon das Getriebe draußen hat, Dann muss man den machen. Das auch noch, wenn er weg, ne? Genau, und er hat auch geleckt gehabt und er hat einen falschen mitgebracht. Egal, Matthias, hol ich mal gleich einen Simmering. Aber das ist wirklich, das wäre blöd, dumm, den nicht zu machen, sagen. Und also wirklich, also dann soll die Karre lieber einen Tag hier stehen. Bevor, hast du einen Spiegel? Kann man nicht einsehen. Jojo, falsche Dichtung, leider, muss ich bis morgen warten. Morgen kommt die Dichtung. Dann geht es weiter mit dem Auto. Also, dann haben wir natürlich die andere Baustelle. Dann können wir hier was machen. Auch ein Kundenfahrzeug von mir. Ja, Bodenplatte ist ein bisschen hinne. Vorne ist er lose. Wir müssen die Bodenplatte ein bisschen befestigen. Dann läuft das Ding. Freunde, genau, Mechatronik ist draußen. Da hast du aber die Dichthülsen natürlich geholt. Lass uns nicht lumpen. Dann lass uns die Dichthülsen gleich mit erneuern. Man sagt ja, lieber mit erneuern als gar nicht. Simmering war auch kaputt. Hast du heute irgendwie organisiert? Haben wir nicht ranbekommen, ja, aber du warst in Bremen. Hast das Ding abgeholt. Habe ich gerade noch so hinbekommen. Hast noch gerade hinbekommen, Gott sei Dank. Das ist dann auch fertig, dass wir heute mal irgendein Ergebnis von dem Auto kriegen. Ja, Getriebe sitzt, Karambelle sitzt. Ja, eigentlich können wir jetzt mal bald kommen wir dem Ende nah. Eigentlich, ja. Ne? Bald kommen wir dem Ende nah. So, das sind die Hülsen. Die sollte man mit tauschen, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Jungs, wenn ihr nicht vollkommt, sagt ich danke. Ja, läuft doch, Freunde. Getriebe ist drin, Öl ist aufgefüllt, schön warm werden lassen. Leckt nicht, ist dicht. Gänge gehen gut rein. Alles gut.
Genau, der wird auch gleich abgeholt. Terli, Terli, ist auch schon soweit. Läuft doch gut. Alle sind soweit, außer ich. Genau, es läuft doch gut. Einmal mal nochmal die Gänge durchhalten. Der wird noch gleich abgeholt und bye bye. Feierabend gleich. So, Jan und Mudi machen einmal eine Probefahrt. Aber ich denke mal, ist alles gut. Da ist auch ein Freund von uns natürlich, ne? Da kriegt er natürlich hier ein bisschen Sonderwarnung. Der konnte auch hier ein bisschen mitmachen. Ja, ist immer so, ne? Der mag auch ein bisschen Schrauben, passt schon alles gut. Aber ich denke mal, hat es auch gut gelungen. Getriebe rauf, Getriebe rein, bam, 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 alles neu. Jetzt sind wir mal gespannt, wenn er wiederkommt, ob er begeistert ist oder nicht. Keine Ahnung, aber ich denke mal, das wird schon klappen. So, meine Freunde, also das Auto, ein Abonnent von mir hat das Auto hergebracht gehabt, der Arme, ne? Hat irgendwie 6.500 Euro für dieses Auto hier bezahlt und hat sich gedacht, ich habe ein schönes Auto gekauft. So, Auto fährt bis 100, super, super, gar keine Probleme. Ab 100 km schluckt er sich das Wasser weg, Temperatur schießt in die Luft. Der ist jetzt 4-5 Monate unter 100 km gefahren, damit er kein Wasser auffüllen muss. Aber die Ursache ist ja auch da. Der kommt bei mir an, hat irgendwie einen Tipp bekommen, hat gesagt, du, Mehmet Abi, bitte, 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 kannst den AGR-Kühler mal tauschen? Ich sag, ja du, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, das vom AGR. Es kann natürlich sein, aber muss nicht sein. Okay, gemacht, getan, AGR-Kühler. Aber leider war es nicht der AG-Kühler. Letzte Alternative war natürlich, nimm den Kopf runter. Okay, der Kopf ist runter. Haben wir gleich gesehen. Schaut euch das an. So, da ist der Kopf von der Karre. Und wenn ihr hier schaut, ich zeige, da sind die Risse. Da. Genau hier hat er einen Riss. Da, da, da. Also, und dieses eine Ventil, könnt ihr mal gucken, ist schief. Ich weiß nicht, was Sache ist, wieso, weshalb, warum, aber kassiert hat dieser Kopf. Rettbar ist er natürlich nicht durch die Risse hier. Geht gar nicht, also kann man nichts machen. Ne? Okay, als Laie kannst du das auch nicht wissen. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ne? Stell dir vor, du kaufst ein Auto, bist gefahren, Wasser verliert er, aber klar, ne? Ab 120, ich habe das öfter gehabt, dass da unten, wenn du mehr Gas gibst, dass die Karre dann kocht. Also, jetzt muss man einen Kopf besorgen. Ja, so ein Kopf ist auch nicht so günstig. Muss man jetzt gucken, das ist der 16 V2 Liter TDI. Ja, könnte was kosten. Wir müssen natürlich einen Gebrauchten irgendwie suchen. Und natürlich wieder einen guten, den wir abgeben können. So, fertig. Die Karte kann raus. Sorry für den Kunden. So, Freunde, ihr wisst es, ich habe hier keine Lambda-Werte bekommen für den VA6. Können wir auch sehen, wieso, weshalb, warum. Lambda-Sünde sitzt so oben, dass man da überhaupt nicht rankommen kann. Also musste der Cut raus. Haben die auch natürlich hier ein bisschen Tuning gemacht an dem Cut, keine Ahnung. Aber der Cut ist drin auf jeden Fall. Ausruf wieder runter, weil die Lambda-Sonde, die hing hier oben. Da kannst du nicht mehr schrauben, da kannst du nicht mehr schrauben. Also Ausruf wieder runter, Lambda-Sonde, dass wir die Werte wieder reinkriegen. Und die anderen kleinen Mängel habe ich schon beseitigt. Und hoffen mal, dass es jetzt hier mit der Karre läuft. Wir sind hier ein bisschen am Ackern. Ja, Stefan, du hast schlechte Nachrichten, du musst aus dem Haus rausfliegen. Ja, liebe Freunde, Stefan hat letzte Woche einen Brief bekommen, dann hieß es, ja, das Haus ist verkauft und abgerissen. Er muss ein paar Monaten raus. Es ist wirklich schwer, hier ein Haus oder was zu finden. Also, liebe Freunde, wer in der Umgebung, Brokel, Rotenburg, 30, 40 Rotenburg, Kilometer. Landkreis Rotenburg. Landkreis Rotenburg, egal, wer was hat, meldet sich hier bei mir. Ich würde mich freuen, wenn wir den Stefan ein bisschen helfen können. Er braucht was Gutes, er ist ein guter Mitarbeiter. Also, Kohle ist da, ist kein Thema. Gibt auch eine Belohnung. Wer ein schönes Häuschen für ihn findet, ne, meldet euch einfach bei mir. Danke. Hier haben wir einen Bruder, der sein Auto liebt. Ich habe das Auto mal gezeigt, Alter. Kam Sporn, seine Mutter. Und ich schwöre euch, er liebt dieses Auto. Er hat das Auto aus Spanien mitgebracht, Jan. San. Aus Spanien hat er mitgebracht. Der hat ihn selber lackiert. Ich weiß nicht, wer, wie, wo, was, wann. Da hat er sich hier die geilen Bremssättel, hat den Trommelader machen lassen. Auto ist wirklich Katastrophe. Dann hat er den komplett hier überführt, hergebracht. Er liebt dieses Auto. Ich habe ihm gesagt, Digi, steck hier kein Geld rein. Nö, 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 nö. Er will unbedingt Geld reinstecken. Soll er machen. Jetzt ist das Ding hier. Jetzt sehen wir gerade. Sowas habe ich auch schon lange nicht gesehen. Auf beiden Seiten. Guck mal die Querlenker an. Hier ist auch ein Loch. Ja, so ja. Kommt er nicht weg. Also, tut mir leid. Egal, ob er sein Auto liebt, das Auto gebe ich ihm nicht weg. Was er jetzt macht, er muss die Dinger reparieren, oder? Definitiv. Da ist ja nichts mehr dran. Du kannst mir nicht wegschicken. Das ist ja wirklich lebensgefährlich. Ja. Also, liebe Freunde, es tut mir für ihn leid. Wir müssen ihn jetzt erreichen und dann müssen wir da was machen. Kollege Polo hat passiert. Ja. So, liebe Freunde, ja. Habe ich heute wieder was zum Lachen gehabt. Da kommt ein Kunde heute hier rein und hat gestern mir ein Auto abgegeben. Ich sollte mal TÜV-Check machen. Haben wir gerne gemacht gehabt. Auch so ein gleicher Polo. Komplett Schweller. Hier überall Löcher drin. So. Na, den du gestern durchgecheckt hast. Also. Hier Loch. Hier ist ein Loch gewesen, hier ist ein Loch gewesen. Komplett Schweller, sind durchgerostet von dem Auto. AGR-Ventil
hat er angezeigt. Lambda-Sonde hat er angezeigt. Wirklich kaputt. Airbag-Lampe leuchtet. Querlenker vorne ausgeschlagen. Antriebswellen-Achsmanschette ist kaputt. Und keine Ahnung, was noch ein bisschen war. Ich sag dem Kunden, du musst du so um die 1000 Euro rechnen. Er kommt heute an, er labert mich voll, erzählt zu mir, wie kann das sein? Auto ist keine 1000 Euro wert, wie kann man sowas verlangen? Das ist nicht seriös. Ich sag, Alter, deine ganzen Schwellen sind durchgerostet. Was soll ich machen, ne? Ja, komm, irgendwie muss das ja gehen. Ich sag, Alter, komm. Blubber hier nicht rum, irgendwie muss es gehen. Ich sag, 10.000 Euro ist schon sehr nett. Schweller durchschweißen und. Ne? Ist schon wirklich ein super Preis von mir. Wollt ihr nicht gehabt, gibt ihr nicht. Er hat gesagt, du bist mir auch Latte, jetzt komm raus. Er sagt, ich gebe dir 600 Euro. Ich sag, ja, Junge, ja, für 600 Euro, wer schweißt den Schweller hier durch? Macht die Aufgaben, ne? Das geht nicht. Nein, komm, komm. Ich habe, nee. Und ich bin jetzt ab jetzt auch so, ich möchte nicht lange diskutieren. Da habe ich auch direkt gesagt, ja, nein, es geht nicht. Ich kann es nicht machen für den Kurs. Und 1.000 ist schon wirklich ein super Kurs für ihn gewesen. Er sagt, mein Auto ist nicht so viel wert. Pech gehabt, Digga. Dann ist es nicht wert. Ich habe ihn weggeschickt, war ja ein bisschen beleidigt. Ab jetzt muss ich auch mal ein bisschen hart bleiben. Sowas möchte ich auch nicht mehr machen. Gestern und heute habe ich euch einfach mal mitgenommen. Einfach mal so meinen Alltag ein bisschen klar. Ne? Wir müssen auch ein bisschen Geld verdienen. Und ich mache mal ein bisschen Licht. Es ist ein bisschen dunkel hier. Wir müssen auch ein bisschen natürlich Geld verdienen. Und ihr habt gestern mein Video gesehen mit dem SL55 Kompressor. Und dann kam ja auch schon hier von vielen, ey, Mehmet, du bist doch pleite. Nein, ich bin nicht pleite, liebe Freunde. Ja. Jetzt nochmal Erläuterung. Wir haben das Haus gekauft, es kostet wirklich viel Geld. Ne? Makler hier, da 1000 Sachen bezahlen. Ne? Klar, man hat immer ein bisschen Reserven an der Seite liegen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich mich von ein paar Autos trennen, dass da mal ein bisschen Kohle ein bisschen übrig ist. Aber es heißt ja nicht, dass ich sage, ich bin pleite, ich kann mir nichts gönnen und so was. Dann habe ich den SL gekauft. Aber Freunde, der Preis war super. Da kann man als Geschäftsmann nicht sagen, nein, ich kaufe ihn nicht. Da bin ich doch schon blöd. So, wenn ich mir überlege, einer sagt dir, komm, willst du das Auto haben? Nö, ich habe kein Geld. Ja, auch wenn ich kein Geld hätte, ich habe mir die Kohle sonst geliehen. Also wirklich, Freunde, es ging darum, es ist ein Geschäft, geiles Auto, AMG 55er, sowas kann man sich gar nicht entgehen lassen. Also, deshalb dazu, bin fast pleite. Nein, bin ich nicht, Alter. Pleite hört sich immer so scheiße an. Das ist immer blöd, wenn einer sagt, ja, bist du pleite. Nein, man hat ja irgendwas was liegen, aber wenn man so ein Haus macht, tut uns was. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie mal Wochenende weg bin, heißt ja nicht, dass ich pleite bin und mir nichts erlauben oder sowas kann. Uns geht es finanziell, Gott sei Dank ist es okay, wir haben keine Schulden. Klar, jetzt mit dem neuen Haus haben wir natürlich Schulden bei der Bank, aber ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ist nicht so, dass ich hier durch die Gegend irgendwie Schulden habe und irgendwelche Leute anbitteln muss. Und wenn ich Geld brauche, habe ich wirklich gute Freunde, wo ich anhauen kann, sagen kann, Digi, hau mal 20 raus, 30er, alles gut. Es ist ja auch ein Geschäft, das Auto hat ein gewisses Wert. Und ich kann dieses Auto natürlich behalten oder fit machen und mit mehr Gewinn verkaufen. Ich bin doch ein Geschäftsmann. Warum soll ich dann irgendwie jetzt hier sagen, nö, ich bin pleite, ich kaufe den nicht. Ich bin doch kein Dummkopf. Und deswegen auch die viele hier reinschreiben, unrealistisch, bla bla bla. Freunde, ich habe immer noch eine Werkstatt. Ich bin Geschäftsmann. Wenn da jetzt einer kommt und sagt zu mir, ey, das Ding kostet so viel. Und ich weiß, ich kann die Karre mit ein bisschen mehr Gewinn verkaufen. Bin ja schön blöd, das nicht zu machen. Also, Freunde, alles gut. Ich bin pleite, aber nicht so pleite, dass ich nichts krachen kann. Eigentlich bin ich nicht pleite, aber bin jetzt auch kein Millionär. Alles ist gut. Ne? Wir haben ein bisschen was investiert für die Zukunft, für die Kinder. Da freue ich mich auch richtig. So, das mal dazu. Dann nehme ich euch mal mit. Also, morgen gehe ich das Auto abholen. Ihr wisst, ich habe das Auto nicht gestartet bekommen. Und ja, morgen wird er abgeschleppt. Ich bin live dabei. Wir laden das Ding auf, kommen her und versuchen, dieses Auto zu reparieren. Und denkt bitte an das Gewinnspiel. 30.06. Den Golf könnt ihr gewinnen. 30 Euro auf meine Seite. Küsst eure Herzen. Abonnieren, liken, nicht vergessen. Bye, bye.